Wir machen weiter mit den Senioren zu ihrem ersten Wertungslauf. Diesmal die nationale Wertung. Da haben wir auf der Pole Position den Felix Waage, gefolgt vom Tim Mika Metz auf der 2. Dorian Heinrich dann von der 3 aus ins Rennen, gefolgt von Fabian Bock. Paul Trussheim auf der 5, gefolgt von Henry Jung. Jan Heinen auf der 7 und Julian Württele auf der 8. Lukas Watschniak auf der 9, gefolgt von Maximilian Krupper auf der 10. André Engel auf der 11, André Petropoulos auf der 12. Noah Sadik auf der 13. Auf der 14 haben wir die Julia Ponkratz. Martin Frasch auf der 15, gefolgt von Maximilian Saar auf der 16. Anna-Sophie Tam auf der 17, Max Bosser auf der 18, Lukas Hartmann auf der 19 und auf der 20 haben wir den Nick Noel Müller. Die Senioren fahren genauso wie gerade eben 14 Minuten plus eine zusätzliche Runde. Wer wird sich durchsetzen können? Wird es Felix Waage sein oder doch Tim Mika Metz? Tim Mika Metz in dem weißen Kart. Fahrtrichtung links. Felix Waage im blau-weißen Kart in Fahrtrichtung rechts. Es geht los. Rennen ist freigegeben. Und Felix Waage kann sich direkt durchsetzen, kann seine Pole Position verteidigen. Und Tim Mika Metz muss allerdings erstmal zurückstecken. Hat eine Position zumindest schon mal verloren. Und da berühren sich auch die ersten beiden. Das war natürlich nicht ganz so gut. Gerade wo das Feld am Anfang noch so nah beisammen ist, verliert man durch solche Aktionen direkt nicht nur ein oder zwei Plätze, sondern direkt, so wie es gerade aussieht, 5 Plätze. Und dann schauen wir mal an, was sich jetzt in der ersten Runde getan hat. Felix Waage konnte seine Pole Position verteidigen. Paul Trussheim ist von 5 auf 2 vorgefahren in dieser ersten Runde. Super Leistung bis jetzt. Vor Tim Mika Metz, der eigene Position hat ja beim Start abgeben müssen. Gefolgt von Jan Heinen dann auf der 4. Dorian Heinrich auf der 5. Gefolgt von Fabian Bock, Henry Jung, Lukas Watschniak auf der 8. Maximilian Krupper auf der 9 und André Petropoulos auf der 10 aktuell. Die Top 3 können sie jetzt minimal absetzen, aber ich glaube, Jan Heinen wird da auch nochmal mitfahren können. Dementsprechend haben wir jetzt eine Top 4er Gruppe, quasi mit einer etwas kleineren Lücke dann vor. Dorian Heinrich müsste das sein, genau. Und auch dahinter geht es noch richtig eng zu. Paul Trussheim kann aktuell immer noch vor Tim Mika Metz bleiben. Wirklich super Start von Paul. Und jetzt greift er auch schon den Felix Waage an und geht innen dran vorbei. Also was Paul bis jetzt gemacht hat, ist schon mal echt eine astreine Leistung, muss man sagen. 5 ausgestartet und jetzt nach 2 Minuten Rennzeit schon auf der 1. Muss sich jetzt allerdings natürlich auch verteidigen gegen Felix Waage, Tim Mika Metz, Jan Heinen, Dorian Heinrich, Fabian Bock, die alle in einer Kette hintereinander, wirklich direkt hintereinander dahinter sind. Also wirklich kleinste Fehler werden jetzt auch bestraft. Tim Mika Metz muss auch die dritte Position hergeben an Jan Heinen.
Ja, die ersten sieben sind wirklich direkt hintereinander. Es kann ganz schnell gehen. Ein kleiner Fehler und man ist zum Beispiel von 2 auf 7 dann zurückgefallen. Also dementsprechend höchste Konzentration jetzt bei jedem der Fahrer. Und aktuell sehen die Platzierungen wie folgt aus. Paul Trussheim führt immer noch vor Felix Waage, der allerdings sehr nah dran ist. Dahinter kommt Tim Mika Metz, der sich seine dritte Position von Jan Heinen zurückschnappen konnte. Dahinter Dorian Heinrich auf der 4, Jan Heinen auf die 5 zurückgefallen. Fabian Bock dann auf der 6 und die siebte Position belegt aktuell der Henry Jung. André Pretopoulos kommt dann auf der 8. Mit einer etwas größeren Lücke. Dahinter direkt Maximilian Krupa und André Engel auf der 10. Und da versucht Dorian Heinrich, wenn ich das richtig sehe, an Tim Mika Metz vorbeizugehen. Schafft das auch. Somit neuer Drittplatzierter Dorian Heinrich. Ah, das hat aber so ein bisschen dem Paul Trussheim und Felix Waage geholfen. Die konnten sich jetzt 2-3 Meter absetzen vor dem Dorian. 9 Minuten 40 Sekunden noch zu fahren. Aber Tim Mika Metz lässt nicht lange auf sich warten, holt sich seine dritte Position vom Dorian Heinrich zurück, der auch erstmal nicht kontern kann. Hinterm Dorian Heinrich, Jan Heinen, Fabian Bock, Henry Jung. André Pretopoulos muss sich jetzt gegen Maximilian Krupa verteidigen. Der Abstand zwischen Paul Trussheim und Felix Waage beträgt 0,079 Sekunden. Also quasi gar nichts. Und auch jetzt, es scheint sich nicht so viel zu verändern. Die Top 7 sind immer noch direkt hintereinander. Paul Trussheim muss etwas Kampflinie fahren, gerade um einen Angriff von Felix Waage zu entgehen. Der allerdings ein bisschen besser aus der Kurve rauskommt, da er mehr Schwung mitnehmen konnte. Die Mika Metz beobachtet das Ganze. Genauso wie Jan Hein. Und da geht Felix Waage innen dran vorbei. Und Tim Mika Metz kann direkt noch mit dran vorbeigehen. Versucht Paul Trussheim zu kontern. Ist auf selber Höhe. Wie Tim Mika Metz muss dann aber auf Startziel zurückstecken. Somit hat Paul Trussheim 2 Positionen verloren. Felix Waage ist wieder Spitzenreiter vor Tim Mika Metz. Also zumindest die erste Reihe ist wieder in Ausgangssituation. Wie vorm Start. Aber dahinter haben wir Dorian Heinrich. Der jetzt seine vierte Position an Jan Heinen abgeben musste. Und so wie es aussieht, direkt auf 7 zurückfällt. Weil Fabian Bock und Henry Jung auch noch direkt vorbeikommen. Ja, man sieht, wenn man einmal innen überholt wird und auf der äußeren, ja, auf der, sag ich mal, auch dreckigeren Linie fahren muss, verliert man meist auch noch die eine oder andere Position. Und jetzt hat sich das so ein bisschen beruhigt zumindest. Die ersten 7. Felix Waage führt vor Tim Mika Metz mit 0,151 Sekunden Vorsprung. Dahinter Paul Trussheim, Jan Heinen, Fabian Bock, Dorian Heinrich und Henry Jung auf der 7. Ja, André Pretopoulos muss jetzt aufpassen, denn jetzt ist nämlich Maximilian Krupa an ihm vorbei. Versucht zu kontern, schafft es nicht, ist etwas außen, muss jetzt auch aufpassen, dass er nicht auch noch von weiteren Fahrern überholt wird. Bremst sich jetzt ganz innen rein und das war ein Fehler. Da hat er jetzt ordentlich was verloren, aber es war nicht der André Pretopoulos, sondern ein Fahrer hinter ihm, der es wirklich mit der Brechstange versucht hat, das aber nicht funktioniert hat. Felix Waage führt weiterhin mit 0,076 Sekunden vor dem Mika Metz. Und Jan Heinen hat sich jetzt die dritte Position zurückgeholt. Paul Trussheim ist auf 5 zurückgefallen. Auf der 4 Fabian Bock.
Und Paul Trussheim wird jetzt auch noch von Dorian Heinrich angegriffen. Ist auch vorbei, der Dorian. Und somit der Paul Trussheim jetzt nur noch auf der 6 zu finden aktuell. 5 Minuten 35 Sekunden noch. Felix Waage kann sich jetzt ein bisschen mehr absetzen vor Timika Metz. Abstand ist auf 0,48 Sekunden angewachsen. Timika Metz muss jetzt allerdings aufpassen, weil jetzt ist Jan Heinen direkt hinter ihm. Und dahinter kommt direkt Fabian Bock, Dorian Heinrich, Paul Trussheim und Henry Jung. Und da versucht es Jan Heinen auch. Allerdings kann Timika Metz sich da nochmal vorschützen. Und jetzt allerdings bremst sich Jan Heinen. Bremst deutlich später als Timika Metz und kann sich somit innen dran vorbei setzen an den Timika. Und Fabian Bock versucht es direkt auch noch. Allerdings ist da dann doch nicht mehr ganz so viel Platz. Da hat der Timika Metz doch nochmal Schlimmeres verhindern können. Und das hilft so ein bisschen auch gerade dem Felix Waage, der sich jetzt mit 0,51 Sekunden gegenüber Jan Heinen so ein bisschen mehr absetzen konnte. Jetzt bin ich nur gespannt, ob der Jan Heinen diese halbe Sekunde auch noch aufholen kann in den verbleibenden 4 Minuten und 30 Sekunden. Ist jetzt aber auch schon dran. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall noch nicht ganz entschieden, wer da die meisten Punkte mit nach Hause nehmen wird. Und Fabian Bock sieht jetzt auch so aus, als würde er gleich einen Angriff gegen Timika Metz starten. Aber allerdings muss Fabian Bock auch aufpassen, dass er nicht selber zu viel riskiert. Denn direkt hinter ihm ist auch Dorian Heinrich, der natürlich jetzt gerade an Fabian Bock vorbeigeht. Hat so ein bisschen vielleicht auf einen Fehler gewartet von Fabian. Hat den, hat es ausgenutzt, ist innen dran vorbei. Somit jetzt auf der 4 Dorian Heinrich vor Fabian Bock. Jan Heinen fährt 0,1 Sekunden schneller als Felix Waage in der letzten Runde und ist jetzt auch schon dran. Jetzt ist die Frage, wird er noch warten, die restlichen 3 Minuten 30, oder wird er versuchen vorbeizugehen, weil er weiß, er hat genug Pace, genug Speed, dass er sich absetzen kann? Oder wird er dahinter fahren? Wir haben Doppelgelb in der letzten Kurve, das heißt, da werden wir gleich kein Überholmanöver sehen. Sieht so aus, als wäre Anna-Sophie Tamm da ausgeschieden. Und somit grün erst wieder ab, Start und Ziel. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Jan Heinen gleich links reinziehen wird und es zumindest mal versuchen wird. Denn Timika Metz kommt nämlich schon, zeigt sich schon. Jetzt muss Jan Heinen überlegen, was macht er, verteidigen oder angreifen? Jetzt allerdings hat er wieder ein bisschen Vorsprung gewonnen gegen Timika Metz und jetzt müsste gleich eigentlich mal ein Angriff kommen, weil ansonsten läuft er Gefahr, auch wieder auf 3 oder wenn nicht sogar noch 4, 5 zurückzufallen. Henry Jung musste jetzt so ein bisschen locker lassen, dahinter Paul Trussheim auch. Deswegen jetzt nur noch die Top 5 direkt hintereinander. Sprich Felix Waage, Jan Heinen, Timika Metz, Dorian Heinrich und auf der 5 liegend dann den Fabian Bock. Und jetzt ist wirklich ganz, ganz eng zwischen den Führenden. 0,084 Sekunden bei Start und Ziel. Jetzt bin ich gespannt, ob Timika Metz es an derselben Stelle nochmal probiert. Ne, diesmal nicht. Fährt jetzt einfach weiter hinter Jan Heinen, riskiert jetzt nicht unbedingt eine andere Linie zu fahren, damit der Dorian Heinrich nicht vielleicht reinstechen kann. Aber jetzt sticht erstmal Jan Heinen und versucht, kommt zumindest an Felix Waage vorbei, der auch auf die vierte Position zurückfällt. Aber am meisten profitieren konnte dadurch Timika Metz. Das war nämlich das, was ich angesprochen hatte. Wenn man einmal von der Linie runterkommt, verliert man deutlich mehr Zeit. Da hat der Timika Metz jetzt gut abgewartet und hat sich somit dann passiv quasi die erste Position wieder zurückarbeiten können. Deswegen jetzt neuer Spitzenreiter Timika Metz vor Jan Heinen, Felix Waage dann auf der 3, Dorian Heinrich auf der 4 vor Fabian Bock, Henry Jung dann auf der 6 vor Paul Trussheim auf der 7, Maximilian Krupper aktuell auf der 8 vor Julia Ponkratz auf der 9 und aktuell auf der 10 haben wir den André Engel. Eine Minute sind es noch zu fahren.
Und da setzt sich Jan Heinen innen. Ganz souverän neben Timmy Gametz, hat jetzt die bessere Linie, weil er wieder innen ist und kann sich durchsetzen. Und damit schlüpft jetzt auch noch Felix Waage durch. Timmy Gametz also in zwei Kurven, zwei Positionen verloren. Und Dorian Heinrich und Fabian Bock werden sich das natürlich jetzt anschauen und überlegen, ob die selber angreifen. Wobei Fabian Bock eigentlich nicht so viel zu verlieren hat, denn Dorian Heinrich ist, ja, zwei, drei Meter hinter ihm aktuell. Und jetzt hat Jan Heinen auch ein bisschen Luft sich zumindest verschaffen können. 10 Sekunden sind es jetzt noch. Sprich, diese Runde plus eine zusätzliche wird noch gefahren. Und damit geht es jetzt auch in die letzte Runde. Abstand zwischen Jan Heinen und Felix Waage beträgt jetzt 0,54 Sekunden. Also konnte so ein bisschen ausgebaut werden seitens Jan Heinen. Timmy Gametz direkt dahinter, aber er wird auch gefolgt von Dorian Heinrich. Sprich, jetzt muss der Timmy Gametz überlegen, wenn er einen Angriff startet auf Felix Waage, könnte es sein, dass direkt auch, wenn es nicht funktioniert, der Dorian Heinrich mit durchschlüpfen wird. Deswegen gibt es auch gerade am Ende der langen Gerade keinen Angriff. Jan Heinen kann sich jetzt eigentlich schon sicher sein, sollte er keinen größeren Fehler mehr machen, konnte sich jetzt noch ein bisschen mehr Abstand rausfahren in dieser letzten Runde. Und auch der Felix Waage hat eine sichere Position aktuell. Und damit ist jetzt auch das Rennen vorbei. Jan Heinen kann in einem sehr, sehr spannenden Finale des Showdowns im Senior Nationalwertungslauf Nummer 1 sich souverän durchsetzen. Am Ende 0,57 Sekunden konnte er die letzten Meter nochmal sich so ein bisschen durchsetzen. Vor Felix Waage dann auf der 2, Dorian Heinrich auf der 3, vor Timmy Gametz auf der 4, Fabian Bock auf der 5, vor Henry Jung, Paul Trussheim dann auf der 7, vor Maximilian Krupper, Julia Ponkratz auf der 9 vor André Engel. Julian Würtele belegt die 11. Position vor André Petropoulos. Lukas Hartmann dann auf der 13, gefolgt von Noah Sadik. Maximilian Saar auf der 15. Lukas Watschniak auf der 16. Auf der 17 haben wir den Martin Frasch, gefolgt von Max Bosse. Nick Noel Müller kommt gerade über Start und Ziel und belegt somit die 19. Position. Und auf der 20 haben wir die Anna-Sophie Tamm.